Hi, na, hier ist der X-Wing mit einem weiteren Paar. The Day of the Tentacle. Wir haben Grün gefunden in einem von den Hotelräumern. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Plänen, auch wenn wir schon wissen, wo sie sind. Aber wir können so einiges davor noch machen. Du hast Dr. Fritz' Pläne für die Superbatterie nicht gesehen, oder? Nein, nur diese Pläne zur Weltübernahme von Purpur. Die Pläne von Fritz sind wahrscheinlich in seinem Labor oder Büro. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke! Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Ja, gern. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Das ist so gut. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. War hier irgendwas? Die würden Hoagie gefallen. Erstmal so. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Wow, das ist laut. That was easy. Aber das kann ich doch jetzt laufen lassen. Hui. Wow, das ist laut. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Einfach durch den Kopf. Nicht mal das kann ich richtig machen. Das muss ich glaube ausmachen, ne? Er ist draußen. So, hier kann ich auf jeden Fall noch was machen. Nämlich ich armer. Ich armer. Besser nicht.
Was? Nee, das war nicht das. Nicht Help Wanted, sondern Sie sind genial, bla, ein guter bla, was. Es scheint nicht aufzugehen. Das kam erst später. Oh, genau die Gefriertruhe. Da konnte ich aber den Hamster reinpacken. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Willst du machen, als wäre nichts gewesen? Oh, der Pulli. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Das steht aber 5554241. Da sind eine ganze Menge Schlüssel dran. Die Achievements kriegt man hinterhergeschmissen. Wow. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Benutzen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Oh. Es scheint nicht aufzugehen. Kann ich aber das benutzen? Machen wir die Schranke nochmal. Lange Nacht gehabt? Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Sie haben nicht zufällig die Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Nö, ich glaube nicht. Was ist mit dem Typ nebenan? Was macht man, um einen Scherzartikeldesigner aufzuwecken? Vielleicht möchte er ja theoretische Wertigkeiten diskutieren. Netter Raum, den Sie hier haben. Das erinnert mich an einen Stapel Karten, auf die ich sehr stolz war. Ich kenne über 400 Wege, Solitär zu spielen. Ich hatte einen Onkel, der schnarchte genauso laut. Er lebte in Kalifornien, bis er zur Erdbebengefahr erklärt wurde. Bernard! Tja, danke, Sie waren sehr hilfsbereit. Really? Bernard? Mann, bist du doof. Froh Smaragd gestohlen. Hundeabdrücke hinterlassen. Wahrscheinlich von Tentakel. So. Dann nehme ich mal die Plastikkotze mit. Ich glaube, das ist unecht. Ich glaube, das ist unheimlich. Komm, mit ihm reden wir auch noch. Hi. Erschreck mich nie wieder so.
Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich habe da Ersatzschlüssel drin. Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Nein! Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Ich wollte noch mit dem weiterreden. Vielleicht dieser. Egal. Es muss einer von denen sein. Es muss einer von denen sein. nein. So. Hey. Es scheint nicht aufzugehen. Och. Wir nutzen. So. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Benutzer. Lecker. Das Interessante ist, der hat den Kaugummi ja im Mund gehabt, aber jetzt hat er den wieder hier. Pfefferminz, ein bisschen klebrig, aber wohl noch was wert. Wohl noch was wert? Was? Er hat die Zahl nicht gesagt. Ja. Die Pläne. So gut. Da rein. Bäh, tropfnass. So, In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Das ist eine der besten Szenen im ganzen Spiel jetzt. Mal sehen, das sind ca. 876.650er. Weil er sich das so schätzen kann. Und das jetzt, das ist so geil. 1968. 1974. Oh, 1977. Jede einzeln halt auf, wie ich würde gucken, welches Datum er hat. Nun, wo ist Dr. Fred? Erstmal wird man kurz hier rein. Jetzt für mich. Warte, Traumatisch? Nett. Ach, das schaut er gar nicht aus. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony Express Briefmarken. Du hast meine Pony Express Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... negativen Gefühle tun. Sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Eine 1778 Pony Express Briefmarke. Nicht unbedingt wertvoll, aber unbenutzt. Unbenutzt. Mal sehen, das sind circa 876.650er. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Buch noch irgendwas Interessantes machen kann. Aber ich gebe es dir einfach mal zurück. Rauf hier! Der Fleck ist wieder weg.
Ich glaube, ich kann mir verzeihen. Easy. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Ja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. So. Wir sehen uns noch beim nächsten Mal, wenn wir gucken, wo Fred hingegangen ist und Hoagie freischalten werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Bis dahin.